Ich habe es früher geliebt, mit Lego zu bauen. Und auf den Plätzchentagen, die zurzeit in der Stadtbücherei stattfinden, kann ich diese alte Liebe nochmal neu aufleben lassen. Ich gucke mir das Ganze mal an. Beim freien Bauen kann man wirklich aus vielen verschiedenen Steinen wählen. Der Kreativität ist also hier keine Grenzen gesetzt. So, ich habe mir jetzt meine ersten Steine geholt. Die Kinder hier haben ja schon echt kreative Sachen. Mal sehen, ob ich meine jugendliche Kreativität auch wieder entfalten kann. Wie ein guter alter Lego-Manier wird es auch wieder was kunterbuntes, weil man nicht genug Steine hat. Obwohl es ja eigentlich nicht an Steinen mangelt. Weil mir so langsam die Steine ausgehen, muss ich mir, glaube ich, mal wieder neue holen. Damit mein Polizist Udo in seinem Haus auch erkannt wird, habe ich natürlich auch darauf geachtet, Police außen am Haus stehen zu lassen, damit auch ja jeder weiß, dass hier Gerechtigkeit herrscht. Man merkt ja auch, dass sowohl Groß- als auch Kleinspaß hat. Ich habe auch vorhin meinen ehemaligen Lehrer getroffen, der selber zugegeben hat, dass er seine Kinder hier nur hingebracht hat, um auch selber mit Lego zu bauen. Da mir auch so langsam wieder die Steine ausgehen und auch das Team hinter der Kamera Lust bekommen hat, mit Lego zu bauen, schalten wir jetzt die Kameras erstmal ein bisschen ab, um selber ein bisschen zu bauen. Ich habe allerdings auch noch mit der Veranstalterin der Klötzchentage geredet. Wie kamen Sie auf die Idee, die Klötzchentage zu veranstalten? Im letzten Jahr haben wir bei uns im Lernstudio Minecraft an den verschiedenen Computern eingerichtet und haben dann aber gedacht, das kann jetzt nicht nur sein, dass wir mit dem digitalen dann Bauwerken umgehen lassen, sondern haben gedacht, wir könnten dann auch nochmal versuchen, die ganzen Lego-Freunde ins Haus zu kriegen. Und haben dann im letzten Jahr uns zum ersten Mal Lego Duplo ausgeliehen mit einer riesigen Resonanz und haben das dann in diesem Jahr deutlich ausgeweitet mit ganz anderen Aktionen. Die ganzen Lego- und Duplo-Steine, kommen die nur von einer Privatperson oder haben Sie da auch noch anderweitige Unterstützung? Ja, die gehören einer Privatperson. Das ist ein Kollege, der arbeitet hier auch bei der Stadt. Der sammelt in der Tat dieses Lego und stellt das wirklich öffentlichen Einrichtungen auch zur Verfügung. Der hat eine ganze Garage voll nur mit Lego. Also das wäre, glaube ich, ein Traum für einige, da mal eingesperrt zu sein. Würden Sie die Klötzchentage dieses Jahr als Erfolg bezeichnen? Die Resonanz ist so, dass wir das im kommenden Jahr auch wieder machen werden. Also die Nachfrage ist deutlich bei den Kunden.